Hallo, von Seiten der CDU Wöllstadt möchten wir euch eine kleine Sneak Review auf die Sitzung der Gemeindevertretung am 28.09. um 20 Uhr im Bürgerhaus in Niederwöllstadt geben. Auf der Tagesordnung, die wir euch hier mal eingeblendet haben, findet ihr zwei Tagungsordnungsteile, ja, den Teil A und den Teil B. Im Teil A finden sich Anträge, über die en bloc abgestimmt wird, sprich, da gibt es keine Aussprache und theoretisch kann eine Fraktion verlangen, dass ein einzelner Punkt da rausgenommen wird und in den Tagesordnungsteil B aufgenommen wird. B wie Beratung, da würde das Ganze beraten werden. Ansonsten wird einmal abgestimmt über alle Dinge, die ihr hier in den Punkten 5 bis 9 seht. Unter den Punkten findet ihr unseren Antrag zum Fördermittelmanagement. Ich lese ihn euch mal kurz vor. Der Gemeindevorstand wird beauftragt, zeitnah mit der Stadt Niddertal Gespräche zu führen, mit dem Ziel, im Bereich Fördermittelmanagement eine interkommunale Zusammenarbeit zwischen beiden Kommunen zu erreichen. Worum geht es da? Es gibt eine ganze Reihe von Fördermitteln und wir glauben, wenn man sich da zusammentut mit einer anderen Gemeinde, in dem Fall der Stadt Niddertal, könnte man gemeinsam davon profitieren, diese Fördertöpfe auch zu identifizieren. Dadurch wird einiges ein bisschen günstiger und der Bürger entsprechend weniger belastet, wenn einfach diese Fördermittel entsprechend erkannt und auch beantragt werden. Das muss man aber jetzt nicht komplett nur in Wöllstadt machen, das kann man sozusagen auch mit einem Partner machen, sodass dann auch die Kosten für so ein Fördermittelmanagement entsprechend halbiert werden. Ja, ansonsten haben wir auf dem Sitzungsteil A auch noch unseren Antrag zur Bürgerbeteiligung erneuerbarer Energien. Hintergrund war da die Arbeit der CDU-Umweltwerkstatt. Da haben sich ja viele Bürgerinnen und Bürger beteiligt und Ideen auch zugeliefert, auch noch im Nachgang. Und ich lese euch das einfach mal vor. Der Gemeindevorstand wird beauftragt, mit der Oberhessischen Versorgungsbetriebe AG OFAG in Kontakt zu treten. Ziel ist es, gemeinsam mit der OFAG einen Weg zu finden, wie Wöllstädterinnen und Wöllstädter regenerativen Strom angeboten werden kann, der in Wöllstadt gewonnen wird. Hierbei soll eine Beteiligungsmöglichkeit der Bürgerinnen und Bürger vorzugsweise im genossenschaftlichen Sinne angestrebt werden. Zweitens, die Gemeinde Wöllstadt ist in diesem Zusammenhang bereit, mit der OFAG auch innovative Ideen aufzugreifen. Daher soll im Rahmen der vorstehenden Ziffer 1 konkret auch die Möglichkeit einer digitalen Abrechnung, zum Beispiel der Leistung von Solaranlagen, nach dem Vorbild des Projekts von Wien Energie und Riddle & Co. Klammern Tokenisierung, aufgegriffen werden. Drittens, für die Realisierung eines entsprechenden Projekts der OFAG in Wöllstadt kann der Gemeindevorstand Dächer und Gebäude der Gemeinde für den Aufbau von Photovoltaikanlagen gegen ein Nutzungsentgelt bereitstellen, dessen Bemessung eine Förderung des Vorhabens seitens der Gemeinde darstellt. Viertens, der Gemeindevorstand wird zudem beauftragt zu prüfen, ob und wenn ja, an welchen Stellen in der Gemarkung Wöllstadts Bürgerwindkraftanlagen mit ausreichendem Abstand zur Wohnbesiedlung oder Wohnbebauung errichtet werden können. Soweit das möglich ist, soll auch dies nach der Ziffer 1 berücksichtigt werden. Fünftens, über die Fortschritte und das Ergebnis berichtet der Gemeindevorstand fortlaufend in den Sitzungen der Gemeindevertretung. Ja, was geht es an dem Tag, in der Sitzung dann noch? Wir haben noch den Erlass einer Sondernutzungssatzung der Gemeinde. Das sind so Dinge wie, wenn ihr euren Anhänger auf die Straße stellt und der jetzt länger wie jetzt ein Tag oder zwei dasteht, da braucht er eine Sondernutzungserlaubnis und so eine Satzung regelt, was so eine Erlaubnis kostet und wann sie erteilt wird. Ja, die Ziffer 9, da geht es um den Neubau der Wohncontaineranlage auf der Bleiche in Oberwöllstadt. Dann die Nummer 11. Das ist vielleicht noch ganz spannend. Da geht es um einen Vergabevorschlag der Generalunternehmerleistung für den Neubau des Wohn- und Ärztehauses in Oberwöllstadt. Da habt ihr bestimmt schon in Facebook und Instagram von uns die Beiträge gesehen. Das Vorhaben Ärztehaus soll ja 1,6 Millionen Euro teurer werden. Und in dem Tagesordnungspunkt 11 geht es letzten Endes genau darum, ob wir jetzt diesen Generalunternehmer beauftragen wollen, das Ärztehaus ja mit der Erweiterung 1,6 Millionen Euro, also Gesamtkosten
sind dann 3,8 Millionen Euro, ob wir das so in der Form wollen. Dann Punkt 12 geht es um die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage in der Gemarkung Wöllstadt. Punkt 13 ist dann ein Anreizprogramm kommunaler Anreizförderung zur Modernisierung und Instandsetzung von Gebäuden und Sanierung und Neugestaltung von Fassaden und Maßnahmen zur Entsiegelung und Begrünung. Also das ist ein Förderprogramm, was hier auch genutzt wird und wo wir quasi auch noch einen Anreiz setzen wollen als Gemeinde, so die Vorlage vom Gemeindevorstand. Dann in der 14 geht es um die Einführung eines Zuschusses zum Essen für die Mitarbeiter der Gemeinde. In der Nummer 15 geht es wieder um einen Antrag der CDU, nämlich um die autonome Verkehrsverbindung. Den lese ich euch auch mal kurz vor. Der Gemeindevorstand wird beauftragt, mit dem Rhein-Main-Verkehrsverbund, RMV, in Kontakt zu treten, um für einen On-Demand-Verkehr zwischen den beiden Ortsteilen zu werben. Dabei weist er insbesondere auf die Infrastrukturunterschiede zwischen beiden Ortsteilen und den großen Nutzen gerade für ältere Wöllstädterinnen und Wöllstädter hin. Ziel ist die Realisierung eines autonom fahrenden Fahrzeugs, das auf dem Verbindungsstück zwischen den Ortsteilen pendelt, idealerweise On-Demand. Zweitens, soweit der RMV kein Interesse an der Realisierung einer autonomen Verkehrsverbindung in Wöllstadt hat, sucht der Gemeindevorstand andere Partner, die bereit sind, in Wöllstadt ein entsprechendes Pilotprojekt zu realisieren. Da vielleicht für euch der kleine Hintergrund: Der RMV hatte ein entsprechendes Projekt in Darmstadt, wo eine ganze Flotte solcher on-demand fahrenden autonomen Fahrzeuge unterwegs ist. Und unser Gedanke ist, wenn das Ganze in einer großen Stadt versucht wird, warum dann nicht auch quasi dort, wo die Gegebenheiten etwas leichtere sind und die Wege noch ein bisschen kürzer und da ja die Infrastruktur in Oberwöllstadt leider immer stärker oder immer schwächer wird, ja, wäre das natürlich eine Möglichkeit, wo man die Bürgerinnen und Bürger entsprechend besser noch anbinden könnte, um beispielsweise in Niederwöllstadt im Rewe-Markt einkaufen zu gehen. Ansonsten haben wir hier noch einen Sachstandsbericht zur Zulage in den Kindertagesstätten und es werden Anfragen beantwortet, unter anderem auch eine Anfrage der CDU zum Ärztehaus und den Punkt hatten wir ja gerade.